Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die graue Kette-Rüstung aus Burg und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, als allererstes machen wir wieder die Einzelstücke und danach die Sets. So, dann gucken wir mal, die brunierten Schultern. Ja, kennen wir schon. Verteidigungs ist das gleiche Modell, nur in Dunkel. Und die Räuberschulter. Die knallig roten, die finde ich besonders schön. So, dann wollen wir uns die Sets mal angucken. Wie ihr sehen könnt, das zweite Set ist nicht komplett. Es gibt einmal das geschnürte und einmal das gekettete. Und beim geketteten fehlen uns drei Teile. Wir schauen uns aber erstmal das geschnürte an. Da haben wir einmal die Schultern. Dann haben wir die Brust. Genau, das ist ja dieses kurze. Dann die Armschienen. Hände, Gürtel, Beine und Schuhe. Na, das sind ja hier wieder diese Sandalen und hier mit dem Blauen wieder. An sich sehr hübsch, hier auch mit dem kurzen Oberteil. Ja, passt auch alles zusammen. Hier das Muster ist auf den Schultern und auf den Armschienen. Schon ganz hübsch, das sind die gekettelten Teile. Dann haben wir die geschnürten, meine ich. Jetzt kommen die geketteten. Da haben wir einmal die Schultern, sehen ähnlich aus. Die drei Teile. Dann haben wir den Gürtel, die Hose und die Schuhe. Im Prinzip sieht es genauso aus. Ne? Ist ja wie bei dem anderen Satz. Meistens sind es nur Kleinigkeiten an Unterschieden. Ja, aber im Endeffekt, wenn ihr die Teile vom geketteten nicht findet, die vom geschnürten, tun es auch. Ja. Und da passt dann auch der Umhang ist auch in diese Farbe. So, meine Lieben, das waren jetzt die grauen Sachen. Wir werden dann in der nächsten Folge mit den grünen Stoffsachen anfangen. Und da werden wir uns die Sets dann auch entsprechend angucken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Tschüss.